Ahoi, ihr Landratten! Herzlich willkommen zurück zu Pirates. Mittlerweile die fünfte Episode. Wir sind immer noch hier oben unterwegs, auf dem Weg nach Barbados, was irgendwo hier so in der Gegend liegt. Dort wollen wir unsere Vorräte auffüllen, da wir nur noch 2 Monate lang was zu futtern haben. Ich würde sagen, das werden wir dann auch direkt mal machen. Wenn wir mal da oben in die Gegend hinsegeln, erstmal hier das Gewitter ausweichen. So. Und was wir dann danach unternehmen, ja, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich werde ich mich wieder, oder werden wir uns wieder in südliche Gefilde begeben. Das kann ich am besten mal auf der Karte zeigen. Genau, hier diese Gegend hier unten. Dieses ganze Küstengebiet von Südamerika, dass wir das mal abklappern von rechts nach links. Auch wenn wir jetzt hier überall nur spanische Siedlungen sehen. So will ich doch mal hoffen, dass wir irgendwo mal eine holländische, französische oder vielleicht auch eine Indianersiedlung finden. Wo wir unsere Vorräte auffüllen können. Das sollte doch irgendwie, kann man da rauszoomen? Kann man, ja, wunderbar. Hier sind wir, wenn wir dann hier so entlang segeln. Ja, mal gucken. Da sollten wir fette und reiche Beute machen. Aber erstmal nach Barbados. Oh, dieses spanische Schmugglerschiff, sollen wir das noch angreifen, wenn wir schon mal hier sind? Ach, lassen wir sie entkommen. Einmal hier kurz um das Gewitter rumfahren. Und rein nach Barbados. So, gucken wir erstmal eine Schenke nach. Weiß gar nicht, wenn wir noch Piraten aufnehmen können. 45 Mann, ja, mitkommen. Ja. Mal sehen, was er hier hinten will. Ein geheimnisvoller Fremder bietet euch Kalbslederstiefel an. Eine Standard. Diese Stiefel werden eure Tanzkünste verbessern. Für nur 2200 Goldstücke. Ja, pardon. Mit dem Tanzen ist es bald auch soweit, dass wir das dann irgendwann mal in Angriff nehmen müssen. Um mit irgendeiner Gouverneurstochter tanzen müssen, aber jetzt im Moment sind mir 2200 Goldstücke für so ein paar Stiefel einfach zu viel. Das ist mir zu viel. Ja, ja. Mal sehen, was die Schankenmarkt erzählt. Man munkelt, dass die... Ja, Entschuldigung. Dass die El Cocodrilo mit Kurs auf Barbados mehr als 1000 an Gold transportiert. Ich denke, dies ist eine spanische Schaluppe, flüstert das Schankmädchen. Also die El Cocodrilo ist auf dem Weg hier nach Barbados. Ja, das ist doch praktisch. Die kommt hier unten aus Trinidad. Dann werden wir der gleich erstmal entgegensegeln. Ist ja sowieso die Richtung, die wir dann wollen. Das passt. Test. Habt ihr bereits die Tochter des Gouverneurs von Martini kennengelernt? Es heißt, sie sei eine echte Schönheit. Kann sein. Ich weiß es nicht. Erstmal zum Händler, denn wir brauchen Lebensmittel. Ah. Was haben wir hier? Kanonen. Seit wann wird denn das an? Das ist Zucker. Zucker! Ja, das ist den verkaufen wir. Den brauchen wir ja nicht. Dafür können wir dann umso mehr Lebensmittel mitnehmen. Geschütze brauchen wir doch auch nur 32. Mehr kann unser Schiff nicht tragen, beziehungsweise abfeuern. Dafür können wir jetzt erstmal kräftig Lebensmittel einkaufen. Für 5 Monate. Nein, das ist nicht viel, aber immerhin. Immerhin. Gut, dann würde ich sagen, statten wir dem Gouverneur noch einen Besuch ab. Mal sehen, ob der was Neues zu erzählen hat. Mein lieber Oberst, er bestandert. Trete doch bitte ein. Na, das machen wir. Jetzt liegen wir im Krieg mit den niederträchtigen Spaniern. Ja, mit den Spaniern liegen wir wohl immer im Krieg. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich hörte gerade von der kürzlichen Begebenheit eurer Kaperung einer spanischen Handelsgaleone. Hervorragend, der König wird zufrieden sein. Nicht mehr lange und ihr werdet zum Admiral ernannt. Aha. Die attraktive Tochter des Gouverneurs betritt das Zimmer. Sie scheint an euch Gefallen gefunden zu haben und lädt euch zum großen Abendball ein. Oh, oh, jetzt geht's los mit der Tanzerei hier. Wollt ihr die Einladung annehmen? Schnell in Rückzug antreten. Ja. So, dann gehen wir jetzt mal tanzen. Kann ja nur schlimm werden. Oh je. Ja, hallo. Guten Tag. Ihr seht, die Tasten, die ich hier unten drücken muss, blinken dann immer relativ rechtzeitig auf. Wenn ich nicht schnell genug drücke, dann stolpern wir. Wir stellen uns ganz schön blöd an. Ja, geht, 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 geht. Zumindest bin ich noch nicht auf die Nase gefallen bisher. Muss die Tasten, glaube ich, gedrückt halten. Ja, da haben wir schon wieder ein Tanzspiel nach Bollywood Wannabe. So. Und das Herzchen wächst da oben.
Die mache ich klar, heute Abend. Ja, wir sind schon ein harter Pirat, der hier in der feinen Gesellschaft tanzen geht. Mein Gott, sind wir jetzt angsteinflößend. Ja, und herzeinflößend natürlich auch, das sehen wir ja da oben. Oh, falsche Taste gedrückt. Nichts passiert. So, jetzt ist es mal langsam gut hier mit Musik, bitte. Ich hatte ja eigentlich gedacht, hier kommt ein normaler Foxtrott, aber nee, muss hier so was alterstypisches tanzen. Ach, jetzt auch noch neue Bewegung. Oh, opala. Und? War ich gut? Oh, scheinen sie beeindruckt zu haben. Hallo. Ach, Oberststandard. Ihr seid solch ein charmanter Schurke. Vielleicht könnt ihr einen dieser Gegenstände gebrauchen. Einschüssige Pistole, ausbalancierte Schwerter, gutes Fernglas, dreiseitige Geige. Oh nein, ich konnte hier alles von gebrauchen. Richtig gut kommt so eine Pistole. Auf jeden Fall. Denn damit schießen wir bei einem Duell erst einmal auf den gegnerischen Kapitän und treffen ihn dann auch. So haben wir dann praktisch schon mal einen Treffer im Sack. Ausbalancierte Schwerter. Würde ich jetzt mal sagen, das ist dann ein Schwert, was alles kann, vermutlich. Gutes Fernglas, dann können wir auf See weiter gucken, das ist klar. Dreiseitige Geige. Ja, was wir damit machen können. Vielleicht die Mannschaft unterhalten? Ja, klar. Wir sind nicht nur ein guter Tänzer, wir spielen auch noch unserer Mannschaft Musik vor. Ich nehme die Pistole. Die einschüssige Pistole. Diese neuartige Waffe ist offenbar für den Nahkampf von Nutzen. Ich nehme es. Kommt doch bald zurück, ich freue mich darauf, mehr von euren tollkühnen Abenteuern zu hören. Ja. Mal schlecht sah sie ja nicht aus. Kann man nicht sagen. So, meinen Status überprüfen. Lebensmittel, 5 Monate. Und Liebesleben, 2 von 10. Hä, wer war denn die zweite? Beziehungsweise die erste. Stadt Barbados, Liebesleben, 1 Herz, Attraktivität, attraktiv. Englische Tochter. Okay. Und wer ist 1 von 10? Wüsste ich jetzt nicht. Wir haben doch noch nicht getanzt mit einer anderen, oder? Naja. Schatzkarten haben wir keine mehr. Ich glaube, genau, den Schatz hatten wir ja letztens gehoben vom Bart Roberts. Richtig? Ja, haben wir gehoben. Jo, ansonsten Familienmitglieder noch keine gefunden. Keine verschollene Stadt. Naja, dann würde ich sagen, segeln wir jetzt Richtung Süden und überfallen unterwegs noch die El Crocodilo, oder wie es auch immer heißt. Falls sie uns entgegenkommt. Dann muss ja so die Richtung sein. Man muss ja irgendwo herkommen. Oder? Vielleicht doch nicht. Oh nein. Wo ist die El Crocodilo? Da haben wir sie wohl verpasst. Haben wir vielleicht zu lange rumgetanzt. Ach, da oben. Das könnte es sein. Schnell hinterher. Schmeiß mal einen Turbo ein. Ach, die kriegen wir nicht mehr. Bis sie in Barbados ist, oder? Ah, verdammt. Ah, das war sie auch nicht. Das ist die San Jose de... Schlag mich tot. Na gut. Dann segeln wir halt, wie geplant, die Südküste ab. Was ist das hier für ein englisches Schiff? Spanisches Schiff? Das ist die El Dios Vivo. Ja, komm, hier, greifen wir an. El Dios Vivo. Oh, die schießt mit einer Kugel auf uns. Ist ja süß. Wir haben ein paar mehr. Oh, die auch. Ja, kommt. Na, die rammen wir jetzt und dann werden wir direkt mal kämpfen. Kann ich euch auch direkt mal unsere neue Pistole präsentieren. Oh, Feigling. Ich wollte auf die schießen, hör mal. Ach, na gut. Ja, schön die Lebensmittel einpacken, so viel wie geht. Gut, ansonsten haben die, ja gut, Zucker haben sie noch. Davon können wir ein bisschen was mitnehmen. Ein Geschütz auf jeden Fall, was wir verloren haben im Kampf. Na komm, Zucker, Zucker, Zucker. Das können wir unterwegs dann wieder verkaufen. Ansonsten werden wir das Schiff, was die hier haben, versenken. Ah, toll, dann können wir das alles nicht behalten, das Zeug. Gut, nehmen wir alles, nehmen das Schiff, verkaufen das im nächsten freundlichen Hafen. Mann, dass man das mal mitschleppen muss, dieses gegnerische Schiff. Hören wir mal kurz auf die Karte. Nächster Hafen wäre hier Port Morne, ein Piratenhafen. Ja, warum nicht? Da haben wir eine Jesuitenmission.
Da können wir nicht viel machen. Die sind arm, die haben nicht viel. Also fahren wir nach Port Morne, der Piratenenklave. Verscheuern da das Schiff. So, falls ihr überhaupt so viel Gold hat. Meistens haben die Händler ja auch nicht so viel Gold. 8 Goldstücke hat er. Super. Ah, komm. Dann können wir wenigstens ein bisschen hier von dem Zucker verkaufen. Dann nehmen wir ihn ein bisschen Essen ab. Und na, dann können wir mal die Schenke aufsuchen. Vielleicht sind hier ein paar fähige Piraten. Na, da stehen sie auch schon. 25 Männer. Hm, komm, nehmen wir mit. Was erzählt ihr denn? Ein gefeindnisvoller Fremder bietet euch für 400 Goldstücke ein weiteres Stück einer geheimen Schatzkarte für den vergrabenen Schatz des Piraten Rock Brasiliano an. Ja, das nehmen wir. Rock Brasiliano. Ah ja. Man munkelt, dass die Spanier eine Belohnung von 3000 Goldstücke auf euren Kopf ausgesetzt haben. 3000 nur? Das ist aber enttäuschend. Ja, die Tochter von Martinique. Nein, haben wir noch nicht kennengelernt. Glory zumindest, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Irgendeine zweite haben wir da kennengelernt. Aber ich weiß nicht mehr, welche das war. Na, können wir jetzt am besten jetzt zu den Holländern hier oben segeln. Na, Besting. Dort. Und dann können wir da das Schiff verkaufen. Und das überschüssige Zeug, was wir hier haben. Falls wir hier oben um die Kurve umkommen. Man weiß es nicht. So, und jetzt gibt Gummi. Sagt man das auf See? Gibt Gummi? Eher nicht, oder? Naja. Hallo, liebe Holländer. So. Den Schiff... Ne, erstmal den Händler aufsuchen. Der hat auch nicht viele Goldstücke. Was ist denn hier los? Alle Battle Army, oder was? So, Schiff verkaufen. Achso, ne, nur meinen Händler auftreiben. Aufsuchen. 2, 3, 4, 5, 32 Schütze, das reicht für unser Schiff. Jetzt verkaufen wir ihm, dem Schiffbauer, das Schiff hier, was wir nicht haben wollen. Verkaufen. Jawohl. Unser Schiff. Habe ich jetzt das falsche Schiff verkauft? Nee. Oder? Nee. Das reparieren wir jetzt mal. Wir hatten aber viel Segelschaden gehabt. Wo haben wir das denn her gehabt? Sollte ich mich vielleicht ein bisschen besser um mein Schiff kümmern? Maximalbesatzung von 300, momentan mit 228. Magdalena ist unser neues Schiff, ne? Letztens hatten wir das eine Schiff da verloren. Wie hieß denn nochmal? Namen schon wieder vergessen. Ich bin vergesslich. Mal die Schenke aufsuchen. Keine Piraten da. Aber da hinten sitzt wieder einer. Er war in Grand Bahama. Ja, erzähl mir mehr. Ja, gut. 1200 Bauern. Eine Stadt müssen wir irgendwann auch mal angreifen. Das ist dann... Ja, Strategiemodus geht's dann rein. So ein Rundenstrategie-Modus, das ist ganz nett gemacht. Man munkelt, dass die Santa Brigida mit Kurs auf Barbados mehr als 1000 an Gold transportiert. Ich denke, die ist eine spanische schnelle Galeone. Mhm. Schnelle Galeone ist auch nicht interessant. Von Cumana nach Barbados. Ja, mal gucken, ob wir sie abfangen können. Segeln wir mal hier so in die Richtung. Ja. Ich sehe kein anderes Schiff. Da. Das ist sie. Ne, das ist sie nicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Spricht ja nichts dagegen, dich trotzdem anzugreifen. Ja, da hauen sie ab. In die Stadt. Die feigen Säue. Na gut. Segeln wir mal hier weiter. Können wir noch ein bisschen rausscrollen? Kann ich leider nicht. Ah, da kommt ein Schiff. Greifen wir die doch mal an. Es ist die spanische Handelsgaleone Nuestra Señora de la Popa. Okay. Die greifen wir an. Ja, kommt her. Kämpft, ihr feigen Hunde. Wir haben immer noch nicht unsere Pistole gesehen, die wir von der netten Gouverneurstochter bekommen haben. Och, der gibt auch auf. Mann, was ist denn los? Was seid ihr denn alles hier für Kapitäne? Ah. Nehmen wir alles. Ja, naja. Spanischer Piratenjäger. Der wolle bestimmt auf uns, oder? Ja, dann komm her. Spanische schnelle Galeone. Maria Assumpta. Mhm. Ja. Steht mir natürlich schlecht im Wind.
Ah, der haut jetzt nicht wirklich ab, oder? Bist du für einen Piratenjäger, der abhaut? Ich fasse es nicht. Piratenjäger, der abhaut? Ach, was ist bloß aus diesen Leuten hier auf den Weltmeeren geworden? Mal sehen, ob wir sich treffen von hier aus. Ja, dann schießen wir euch halt zu Brei. So weit kommen wir jetzt nicht, ne? Schade. Mit zunehmender Entfernung verschwindet das feindliche Schiff allmählich in der hereinbrechenden Abenddämmerung. Ja. Super Piratenjäger habt ihr, Spanier. Muss ich ja mal sagen. Was haben wir hier? Spanisches Kanonenboot, Amphitrite oder irgendwas. Spanische Handelsgaleone, Galicia. Greifen wir erstmal die Eskorte an. Jetzt entern wir sie. Mal sehen, ob der Kapitän kämpft. Das feindliche Begleitschiff geht krachend längsseits. Ihr ergreift euer Schwert, um die Entermannschaft zurückzuschlagen. Ach, die entern uns. Ja, von mir aus. Soll mir recht sein. So, welches Schwert nehmen wir denn? Wir haben immer das Langschwert genommen, richtig? Dann nehmen wir das jetzt auch. Ah, wir haben auch eine Pistole. So, 1:0 für uns nach Treffern. Naja, gut. Gewonnen ist gewonnen. Das ist die Hauptsache. Davon würde ich sagen, behalten wir auch alles. Und greifen dann jetzt noch das Handelsschiff an, bevor wir dann mal wieder einen Hafen aufsuchen, der uns freundlich gesonnen ist. Mal, die geben auf, oder? Ne, die wollen auch kämpfen. Na, guck an. Hätte ich jetzt nicht gerechnet mit. Komisch. Jetzt haben wir eine Pistole und alle anderen auch eine. Das ist ja merkwürdig. Haha. So, komm. Fall die Treppe runter. Ja, ausweichen kann er gut. Hey! Also die Pistole kann man, soweit ich weiß, nur einmal benutzen am Anfang des Kampfes. Danach nicht mehr. Ja. Spring doch ins Wasser, wenn du brennst. Ja, genau. Tja, da kann ich auch nur den Kopf schütteln drüber. Schön, auch da nehmen wir, würde ich sagen, alles. Vor allem das Schiff ist unbeschadet von denen. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir jetzt schnell einen freundlich gesonnenen Hafen finden. Denn wir haben jetzt ja unsere komplette Mannschaft auf 4 Schiffe verteilt. Falls jetzt ein Piratenjäger kommt, könnte böse ausgehen. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Die nächste freundliche Siedlung ist dann wahrscheinlich... Entweder können wir nach Curaçao oder nach Festing. Tut sich, glaube ich, nicht viel, würde ich sagen. Wir gehen nach Curaçao, weil wir da besser im Wind liegen. Vermute ich mal. Kommen wir ein bisschen schneller voran. Ja. Indianisches Kriegskanu angreifen. Mhm. Nee, nicht wirklich. So, stimmt die Richtung denn noch? Ja, stimmt. Ein bisschen weiter nach Norden segeln, so. Da werden wir den ganzen Anhängsel verkaufen, die wir unterwegs erbeutet haben. Ah, da kommt Curaçao. Sehr schön. Ja. Steht da... Wohlhabende holländische Hauptstadt. Okay. Das heißt, die sollten Gold haben. Oh. Komm jetzt, fahr da rum. Die sollten Gold haben, um uns auch alles abkaufen zu können. So. Gut. Dann erstmal den Händler aufsuchen. Wir verkaufen den kompletten Zucker, den wir hier haben. Brauchen wir eh nicht. Dann 30 Geschütze können wir verkaufen. So. Lebensmittel lassen wir erstmal. Wo
obwohl die müssen wir jetzt gleich wahrscheinlich automatisch verkaufen, wenn wir die restlichen Schiffe hier verkaufen. Schiffbauer aufsuchen. Schiff Nummer 4. Galizia Handelsgaleone verkaufen. Amfrite Kanonenboot verkaufen. Und Nuestra Señora della Poppa. Die verkaufen wir auch. Ja, 41 Tonnen Fracht, das ist dann die überschüssige Nahrung, die wir auf unserem Schiff dann nicht mehr reparieren können. Transportieren können. Und wir reparieren unser Schiff. Schön, damit sind wir wieder mit einem vollkommen genesenen Schiff unterwegs. Ich kann noch mal kurz schauen in der Schenke. Da sind Piraten. Die nehmen wir mit. Ah. Wer da hinten? Ein geheimnisvoller Fremder bietet euch einen Rubinring an. MS Standard, dies wird euch dabei helfen, das Herzegonärstochter zu erobern. Für nur 2600 Goldstücke gehört er euch. Und nehmen wir mal mit. Man muss sich ja auch mal was gönnen. Können nicht immer nur Tag ein, Tag aus arbeiten. Man munkelt, dass die Aragon mit Kurs auf Margarita mehr als 1100 an Gold transportiert. Ich denke, dies ist eine spanische Handelsgaleone. Von Puebla Cabello nach Margarita. Naja, ob wir die noch abfangen können, ist fraglich. Was kann er noch erzählen? Der Schankwirt winkt euch zu sich. Die Stadt ist so reich, dass sie zum Himmel stinkt. Vielleicht jagt ihr einen Piratenangriff die gebührende Gottesfurcht ein. Ja, es geht nämlich auch, wenn wir in eine Piratenenklave segeln, dass wir sagen können, komm hier, greif doch mal die und die Stadt ein. Naja, warum er das jetzt unbedingt vorschlägt, als ansässiger Wirt, ich weiß es nicht. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Das war die 5. Episode von Pirates. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, bye bye.